Wow, Leute, ich stehe hier direkt an einem Boxring. Das ist gar nicht meine Welt bis jetzt, aber mein Nachbar ist Box-Weltmeister. Und der hat seinen wichtigen Comeback-Kampf heute. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an und machen einen Tag als Profiboxer. Ein Tag vor dem Kampf sind wir gerade und hier drin findet das Vegan statt. Man kann es ganz gut dran erkennen, glaube ich, weil Mamos Auto ist ja schon da vorne. Ob der Wagen zu ihm passt, wir sagen mal, ja, der passt zu ihm. Ja, brutales Teil, aber wir sind ja für den Kampf hier. Da haben wir wieder schöne Plakat. Der WBA World Champion is back. Vegan ist auf jeden Fall ganz wichtig, das findet im Boxen vor jedem Kampf statt. Es gibt auch verschiedene Gewichtsklassen und morgen sind auch dann 4 Kämpfe und erst dann der Hauptkampf, also der letzte davon. Da gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Christian Hammer aus den USA, Las Vegas, Nevada, Christopher Lovejoy, 139 Kilogramm, 139 Kilogramm, Christopher Lovejoy in die rote Ecke, Mahmoud Cha aus Köln. Dankeschön fürs Kommen, wir sehen uns morgen, auf Wiedersehen. Okay, wow, Leute, das ist eine ganz besondere Atmosphäre hier, sowas kenne ich gar nicht. Gehen wir heraus, wir werden jetzt auch die ganzen Interviews und so weiter geführt. Wow, guckt euch das mal an, ja, das Auto hier von Mammut. Dann haben wir hier noch ein Rolls-Royce stehen. Drüben ist ein roter Lamborghini, ist natürlich alles hier irgendwie von Leuten vom Boxkampf. Also ich meine, ich habe vom Boxen gar keine Ahnung, von der ganzen Boxwelt. Und es ist natürlich Sport und eine ganz eigene Sportwelt, aber da es auch ein Sport ist, in dem du halt auf K.O. kämpfst, ja, also es kommt beim Sport ja darauf an, dass du den anderen niederboxt eigentlich, ja, also im Idealfall liegt er am Ende am Boden. Das ist eine besondere Atmosphäre, eine besondere Spannung, Aggression, die so gewisserweise da in der Luft hängt, trotzdem soll es irgendwie professionell sein. Und dann sitzt halt auch so ein richtiger Allmann-deutscher Funktionär irgendwie, der Gramm genau das Gewicht dann notiert. Erinnert mich so ein bisschen an die Rennleiter bei uns beim Motorsport. Also Box ist auf jeden Fall so eine ganz eigene Welt mit ihren eigenen Regeln, aber um die noch besser zu verstehen, sprechen wir am besten mit Mahmoud selbst. Ja, voller Liebe, weißt du. Ich wurde jetzt fast schon genötigt, hier nochmal den Weltmeistergürtel ordentlich zu haben, hier zu representen. Ja, aber heute geht es um dich, heute geht es um deinen Tag, um das, was das Boxerleben ausmacht. Deswegen erste Frage, wie bist du überhaupt zum Boxen gekommen? Wie ich zum Boxen gekommen bin, seit ich auf der Welt bin, ja, ich bin damals im Krieg geboren. 4 Jahre später gab es den Bürgerkrieg, da habe ich meinen Vater im Krieg verloren. Ich habe die erste Kugel überlebt, dann bin ich nach Deutschland geflüchtet. Mit meiner Jugend hier in Deutschland war es sehr, sehr schwer, weil damals waren nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben für die Flüchtlinge. Von klein auf musste ich mich immer beweisen, kämpfen für das, was ich heute bin. Dadurch bin ich Felix dann halt mit 16 zum Kickboxen gekommen. Mein Sozialpädagoge damals hat mich dazu geraten, hat gesagt, Herr Cha, Sie haben sehr viel Energie, sehr viel Power, machen Sie Sport. Dann habe ich mal ein bisschen Fußball gespielt, aber damals war ich wirklich sehr, sehr dick. Der Ball und ich, wir waren Geschwister, also die Ähnlichkeit hatten wir schon damals gehabt. Ja, und dann habe ich irgendwann mal mit Kickboxen angefangen und das, was du trägst, das war immer mein Ziel. Box-Weltmeister zu werden. Von der Straße zu den Sternen. Hast du geschafft auf jeden Fall. Wir haben es jetzt ja gerade schon gesehen, es gibt ja auch super Leichtgewicht, ja? Also auch jemand wie ich könnte das Potenzial machen. Aber was musst du mitbringen als Boxer? Gutes Essen, ein Bauch. Denk daran, ein Mann ohne Bauch ist wie ein Haus ohne Balkon. Spielt keine Rolle. Ich bin ein guter Esser, habe viel Energie, die dann abgearbeitet werden muss. Und die Arbeit, ich habe im Ring. Aber du brauchst dann Wille und Durchsetzungskraft, Kondition. Du musst jeden 100%. Tag trainieren oder wie ist das? Also Felix ist ja genauso wie auch mit deiner Arbeit. Nur du machst es mit deinen Fingern, ich mach's mit meinen Fäusten. Harte Arbeit, Disziplin, immer wieder dran arbeiten. Ob du jeden Tag wieder spielst, um der Beste zu sein. Ob ich jeden Tag trainiere, um der Beste zu sein. Hängt davon ab, wie viel Ehrgeiz der Mensch bringt, wie viel Zeit der Mensch bringt und wie viel er bereit ist zu geben für seinen Traum. Und wenn man diesen Durchbruch geschafft hat, merkt euch das, wenn ihr das geschafft habt, diesen Durchbruch, never give up, egal was passiert, wird ihr am Ende belohnt und gesegnet.
Ich habe gerade eben ja beim Wegen auch gesehen, so manche Kontrahenten, manche Gegner sind auch so respektvoll miteinander, shake hands und so weiter. Dein Gegner aber nicht so? Also ist das immer, hat man eigentlich Respekt vor seinem Gegner oder hat man eigentlich Verachtung eher für den? Also ich muss wirklich sagen, liebe Felix-Fans, denkt daran, ich war früher auch ein Bad Boy. Ich war auch nicht freundlich und ich war auch im Boxring und auch auf der Waage immer sehr fokussiert auf Kampf und nicht auf Freude und nicht auf Händeschütteln. Aber heute hat sich meine Lebensart verändert, dank meiner Frau. Sie hat mich wirklich zu einem besseren Menschen gemacht, was ich heute bin. Man braucht den richtigen Partner an seiner Seite, um zu wachsen. Ein Leben ist wie eine Blume, die braucht Pflege. Und wenn man das richtig angeht, kann aus einer Blume eine wunderschöne Rose werden. Aber du weißt ja auch, du bist ja auch Weltmeister geworden, ne? Kann ich dir sagen, wie? Ja. Und zwar? Als dein Papa dich auf die Welt geschossen hat, hast du es geschafft, von all deinen Geschwistern rauszukommen. Also denk daran, von euch ist jeder Weltmeister. Wir haben es alle geschafft, durch Millionen von Geschwistern haben wir uns alle durchgeboxt. Ja. Ne? Eben auch darauf bezogen, wie lange machst du den Job denn noch? Du kannst ja nicht mit 50, 60, irgendwann kannst du definitiv nicht mehr boxen. Nein. Hast du da so einen Plan, bis wann du es machen willst noch? Weil Weltmeister bist du schon geworden. So. Also ich habe auf jeden Fall meinen Traum erfüllt. Ich bin noch nicht am Ende, ich mache nur den Kampf und den Kampf gegen Joshua und Tyson Fury. Und dann gehe ich in Rente und dann werde ich Hollywood angreifen und das ist mein Ziel. Also jetzt kommt bald mein Buch, Von der Straße zu den Sternen. Mit deiner ganzen Lebensgeschichte. Mit meiner Lebensgeschichte und ich glaube, daraufhin wird eine Netflix-Serie folgen und dann kann man das Rad nicht mehr aufhalten. Die Ziele sind hoch, aber du hast ja schon mal gezeigt, dass du die auch erreichen kannst. Ich glaube, man hat gestern gemerkt, was für eine krasse Sportart Boxen ist. Aber die Profi-Boxer müssen gleichzeitig auch noch gute Showleute sein. Denn wie finanziert sich so ein Boxer überhaupt? Woher bekommt er sein Einkommen? Naja, meistens in erster Linie über die Kämpfe. Und dann eben über die Zuschauer, die zu den Kämpfen kommen, in normalen Zeiten zumindest. Und natürlich, wenn das übertragen wird, im Fernsehen oder Streamingdienste heutzutage immer mehr. Und diese Streamingdienste oder Fernsehanstalten, die zahlen natürlich mehr. Und es kommen auch mehr Zuschauer, wenn das irgendwie interessante Leute sind. Ja? Das heißt, man muss sich auch vielleicht ein Image irgendwie aufbauen. Der Mahmud ist ja der Koloss von Köln, Diamond Boy. Also man muss sich ein gewisses Standing aufbauen und natürlich der sportliche Erfolg, der muss passen. Denn erst ganz am Ende, wenn du wirklich weit oben bist, um Weltmeisterschaft, Titel und so weiter kämpfst, dann kannst du auch ein gutes Einkommen bekommen. Aber deswegen, der Kampf jetzt ist ein Comeback-Kampf, damit er danach wieder um die nächste Weltmeisterschaft kämpfen kann. Und ja, hier in dieser Halle, wegen Corona ohne Zuschauer, aber halt mit Streamingdienst, findet das Ganze statt. Die anderen Kämpfer, die vor ihm dran, die machen sich hier draußen warm und dann geht das gleich los. Sport ist immer mit ein bisschen Gefährlichkeit verbunden. Egal welcher Sport, aber es gibt immer Verletzungsgefahr. Aber Boxen ist speziell was ganz Cooles, weil da wirklich Mann gegen Mann ist. Boxen ist ein Gespräch zwischen zwei Männern ohne Worte. An diesem Tag muss der Geist eine ganz coole spielen. Dein Mut und dein Fokus. Diese drei Punkte. Und wenn du die beherrschst und die wirklich unter Kontrolle hast, kannst du wirklich das Unmögliche schaffen. Also du gehst rein in den Ring und du weißt heute Abend, das ist deine Nacht. Ja, da haben wir schon direkt den ersten der Vorkämpfe jetzt hier einmal mitbekommen. Hautnah, das war der erste Boxkampf, den ich je gesehen habe auch. Der war schnell vorbei, der Kampf auf jeden Fall. Ich glaube so zwei Minuten irgendwas. Dann war technisches K.O. Also hat der Schiedsrichter gesagt, so, das war's, der andere hat keine Chance, der hat schon zu viele Schläge eingesteckt. Und dann bricht er den sozusagen ab, bevor sich einer wirklich schlimm verletzt. Und jetzt wegen den ganzen Richtlinien, nach jedem der Kämpfe müssen kurz alle raus, wird einmal durchgelüftet und so weiter, bevor es gleich weitergeht, also kurz raus. Also ich habe es gerade mal nachgeschaut, technischer K.O. ist wirklich, wenn der Kampfrichter sozusagen entscheidet, das war's, wenn er ihn zum Beispiel dreimal angezählt hat oder sowas. Tja, so schnell kann es vorbei sein und anders als im Fußball oder so, da verlierst du mal, dann gewinnst du mal. Im Boxen so, die richtig Guten, die müssen eigentlich jedes Mal gewinnen. Du gewinnst, gewinnst, gewinnst. Und Mahmud musste auch bei solchen kleinen Vorkämpfen anfangen. Da kriegst du vielleicht so ein paar hundert Euro so als Börse für so einen Kampf, wenn du anfängst. Heutzutage kommt er mit der dicken Karre hier vorgefahren und es geht natürlich um ganz andere Preisdimensionen. Das kann auch mal, wenn du so im großen Fernsehen gegen Klitschko und so weiter kämpfst, kann das in den Millionenbereich reingehen. Also bei Mahmud kann man mittlerweile auch sehr direkt sehen, dass sich die Karriere finanziell auch gelohnt hat. Aber er hat eben, genau wie die anderen, die da drin gerade boxen, ganz unten angefangen und dazu hat er uns noch ein bisschen was erzählt. Ja, und dann habe ich immer mit Kickboxen angefangen und bin relativ schnell zweifacher deutscher Meister geworden, Europameister und Weltmeister im Kickboxen. Ja, und somit habe ich dann ein Jahr Amateurboxen gemacht, 11 Kämpfe, 10 Siege. Dann dadurch bin ich eingeladen worden nach Berlin zum Probetraining zu Sauerland-Event. Das, was du trägst, das war immer mein Ziel. Box-Weltmeister zu werden.
von der Straße zu den Sternen. So langsam ist es auch in der Zeit für den Hauptkampf, für den Kampf von Mahmud. Wir schauen uns mal in seiner Kabine vorbei, gucken, wie er sich vorbereitet und natürlich auch, was ihm direkt vor dem großen Kampf so durch den Kopf geht. Direkt vor dem Kampf, was geht dir nochmal durch den Kopf? Ich denke an Sex nach dem Kampf. Nein, Spaß, ey, auf, was? Das war Spaß, ey, rausschneiden. Müssen wir es rausschneiden? Nein, rausschneiden, bitte. Ne. Bitte, das war nur Spaß. Ich stelle mir die harte Zeit vor, wie ich sehr hart trainiert habe. Jeden Tag, zweimal am Tag, hart geackert habe. Ich stelle mir vor, wie mein Team für mich gekämpft hat, wie mein Manager, mein Berater ihr Geld investieren für mich, dass ich heute da bin, wo ich wieder bin. Ich denke an so viele Menschen, die mir Gutes tun. Und letztendlich, wenn ich die Handschuhe trage, dann habe ich meinen Tunnelblick. Das heißt, jetzt weiß ich, nur gewinnen, siegen und den Ring mit Stolz verlassen. Ich gehe gezielt auf den Kampf zu und freue mich mit jedem Schritt, weil ich weiß, an dem Abend werde ich gewinnen. Ich bin kampfbereit und freue mich sehr auf eine starke Herausforderung. Man darf es nicht unterschätzen, der Junge hat 19 Kämpfe, 19 Siege alle durch K.O. Aber ich denke, der trifft auf den deutschen Panzer. Und da hört der Spaß auf. Ich wünsche ihm aber auf jeden Fall viel Glück, dass er gesund aus dem Kampf rauskommt. Ich lese eigentlich meine Gegner durch ihre Augen und konnte heute feststellen, er ist bereit. Boah, Leute, das ist wirklich intens gerade gewesen in der Kabine. Ich kenne Mahmud als meinen Nachbarn, ja, als einen lustigen Typen. Eigentlich hat immer irgendeinen Spruch auf Lager, nimmt dich in den Arm und so weiter. Jetzt nicht. Jetzt der Fokus, Leute. Jetzt der volle Anspannung auf jeden Fall, volle Konzentration aber auch, um sich da eben fertig zu machen. Deswegen sind wir am Ende auch rausgegangen, damit er sich jetzt richtig konzentrieren kann, bevor es in wenigen Minuten zum Hauptkampf geht mit ihm zusammen. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, dies ist der Hauptkampf des heutigen Abends. Begrüßen Sie nun auf den Weg in die blaue Ecke, kommt zu uns aus Viva Las Vegas, Christopher Lovejoy. Christopher Lovejoy. Und meine Damen und Herren, begrüßen Sie auf dem Weg in die rote Ecke, the Diamond Boy himself, Mahmud Chayan. Weltmeister in Recess, der lokale Matador im Schwergewicht aus Köln, the Diamond Boy, Mahmud Chayan. Ring 2, Runde 1, Round 1. Stop! 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 St
Das offizielle Urteil, wir haben einen Sieger durch K.O. aus Köln, The Diamond Boy, Mahmoud Can. Glückwunsch. Ich hab 1000 Euro gegeben. Er hat mich trainiert, 3 Monate Wanderzug. Das ist ein Minusgeschäft. Ja. Ich hab 1000 Euro. Okay, Handel. Ich steile mich ja immer vor dem Kampf, gell? Und dann gehe ich so in den Kampf und dann sage ich immer, die Haare müssen liegen und dann, wenn die Haare liegen, läuft der Kampf von selbst. Und wenn mir jemand an die Haare anschießt, dann raste ich aus, dann lock ich aus. Also den hier darf ich nicht machen, ja? Oh, jetzt geh! Oh! Oh! Ja, war mein erster Kampf, den ich gesehen habe, ne? Du hast ja noch gesagt, du musst... Ja, danke, das kann ich nicht. Doch, das kannst du auch. Irgendwann bringst du mir mal bei, wie man ordentlich boxt. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall mal deinen Alltag gesehen. Beziehungsweise, du hast ja jahrelang nicht gekämpft. Jetzt bist du zurück. War ein gutes Comeback, ja? Ich bin sehr, sehr glücklich. Die Vorbereitung ist sehr gut gelaufen. Ich habe sehr, sehr hart trainiert. Ich bin ein bisschen auch wirklich gesagt enttäuscht über meinen Gegner. Der hatte einen sehr, sehr großen Mundwerk bei der Pressekonferenz. Hat mir 2-3 Mal nicht die Hand gegeben. Das hat mich heute sehr, sehr sauer gemacht. Das hat er halt auch zu spüren bekommen, denke ich mal. Aber ich glaube, so im Ganzen bin ich zufrieden. Aber was kommt jetzt danach? Was sind die nächsten Pläne? Die Weltherrschaft erobern. Ja gut, das kennen wir. Pinky und the Brain. Perfekt. Danke dir auf jeden Fall fürs Mitnehmen heute den ganzen Tag, Leute. Das war ein Tag als Profiboxer. Und wenn ihr noch mehr von Mahmoud sehen wollt, checkt mal unten die Beschreibung ab. Seht ihr YouTube, Instagram und so weiter. Ja. Support ist für den Nachbarn Zukunft, immer da. Wenn ihr in Zukunft mehr von meinem Felix sehen will, glaub mir, den trete ich noch in den Arsch. Da gibt's nichts mehr zu lachen. Dann geht's hier durch die Haare aber wieder, ja? Also vielen Dank zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey, und mach den Song von I got bitches. Mach mal an, Brüder. Richtig Kai Pflaume TikTok wieder. Ja, Kai Pflaume TikTok.